Vielen Dank für die einführenden Worte. Das Thema Mieterstrom ist natürlich auch bedingt durch das Mieterstromgesetz, was ja eigentlich eine EEG-Novelle war, natürlich in aller Munde. Und wir haben uns aber schon lange davor eigentlich Gedanken darüber gemacht, wie man dieses Thema angehen könnte. Und davon handelt im Endeffekt der Vortrag. Ich habe es kurz dreigeteilt in die Grundlagen, erstmal allgemein als Aufarbeitung, weil wir von dem Thema ja heute noch nicht so viel gehört haben, außer die rechtliche Perspektive. Die Messtechnik und Abrechnung, was eigentlich unser Mieterstrommodell so besonders macht. Und zum Schluss wollte ich auf ein Praxisbeispiel dann noch kurz eingehen. Grundsätzlich bietet ein Mieterstrommodell für verschiedene Parteien Vorteile. Ich möchte jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, aber es gibt durchaus einen Grund auch, warum Energieunternehmen eine zentrale Rolle einnehmen sollten aus unserer Sicht. Also gerade wenn man halt im Energiegeschäft sowieso aktiv ist mit dezentralen Einheiten, bietet es natürlich die Möglichkeit einfach eines gewissen Wachstums, was man generieren kann. Aber auch die Wohnungswirtschaft profitiert natürlich davon, indem beispielsweise über PV- und KWK-Anlagen die Wohnungen generell oder die Gebäude aufgewertet werden, aber vor allen Dingen eben auch im Neubaubereich. Viele werden es kennen, eWärmeG, eNEF mit den verschärften Anforderungen, gerade wenn man über die eNEF selber hinausgehen will, kann man natürlich über hohe KWK-Anteile an der Wärme auch entsprechend einen positiven Beitrag leisten. Der Mieter, bislang sagt man immer so schön, bei der Energiewende ein bisschen zu kurz gekommen, weil er eigentlich nur dafür bezahlen durfte, hat im Endeffekt die Möglichkeit, eben preislich davon zu profitieren. Das ist natürlich ein grundsätzliches Thema, was ich gerade vorgestellt habe, aber auch für uns als Anlagenbauer ist eine Entwicklung in Gang gekommen, wo wir 2009, 2010 noch EEX-Preise für die Einspeisemengen aus den BAKW-Anlagen von 7 Cent gesehen haben. Und Sie sehen hier den Verlauf über die verschiedenen Quartale, also der ist massiv gesunken, was dann eben auch die Wirtschaftlichkeit von Bestandsanlagen maßgeblich auch beeinflusst hat. Den Tiefpunkt haben wir dann in 2016 gesehen, als man für den Strom, den man eingespeist hat, den angegebenen Wert von 2,5 Cent ungefähr noch bekommen hat. Grundsätzlich, was für Möglichkeiten hat man jetzt, wenn man in einem Mieterstrommodell auch denkt? Wir kennen es ja mit den ganzen Umlagen, die auf dem Strom drauf sind, die der Letztverbraucher bezahlen muss. Ergibt sich einfach durch die dezentrale Belieferung mit Strom einfach gewisse Vorteile. Wir haben es hier mal skizziert anhand eines Beispiels, 50 kW Elektrikmodul, ergibt sich ein zusätzliches Potenzial in unseren Augen von 4,2 Cent pro Kilowattstunde in unserem Netzgebiet. Also wo die Netznutzungsentgelte noch höher sind, natürlich ein entsprechendes höheres Potenzial. Was eben ganz wichtig ist, Sie sehen unten den ganz kleinen blauen Balken, der sagt eigentlich, dass sozusagen das Kerngeschäft mit Kundenservice und Marge schon mit eingerechnet ist. Das bedeutet also, diese 4,2 Cent kann man tatsächlich nehmen, um die Anlagen auch breiter in den Markt zu führen und für eine erhöhte Wirtschaftlichkeit zu sorgen. Die KWK-Anlage hatten wir gerade gesehen, das Pendant mehr oder minder erneuerbar dazu, die PV-Anlage mit den angegebenen Vergütungssätzen, auch rückläufig, wodurch natürlich die Stromgestehungskosten sinken und automatisch eben auch im Mieterstrommodell attraktiv wird. Wie gesagt, bei stärkerem Zubau eine weitere Degression im Gesetz schon verankert. Für eine 90 kW Peak PV-Anlage, entsprechend hier dargestellt, vollkommen analog zu der Grafik mit den BAKWs. Es ergibt sich hier ein zusätzliches Potenzial von 3,3 Cent pro Kilowattstunde, eben resultierend aus den Investitionskosten für die PV-Anlage, die höher sind. Die Messtechnik und die Abrechnung. Also unser Mieterstrom, das werden wir gleich noch sehen, ist auch ausgezeichnet worden. Und wir haben uns ein bisschen abgehoben von dem, was bislang am Markt verfügbar ist und sind eben auch dafür ausgezeichnet worden. Wenn man sich mal anschaut, wie bislang mit dem Thema umgegangen wird, dann gibt es eigentlich traditionell, sage ich jetzt fast schon, zwei Möglichkeiten, das Thema Mieterstrommodell in der Umsetzung und Abrechnung zu implementieren. Das ist einmal die doppelte Sammelschiene, dass man tatsächlich physikalisch denjenigen, der am Mieterstrommodell teilnehmen möchte, von denen trennt, die es nicht wollen. Das führt zu sehr hohen Kosten, weil man eben ein mehr oder minder redundantes System aufbauen muss. Das zweite Modell ist das konventionelle Summenzählermodell, so haben wir es mal genannt, weil das jetzt auch Stand der Technik ist und auch im sogenannten Mieterstromgesetz auch als Stand der Technik tituliert worden ist. Das Summenzählermodell für jeden, der sich da, also vielleicht auch mal grundsätzlich, warum ist das eigentlich so kompliziert?
Das Ganze ist deswegen so kompliziert, weil wenn ich mehrere Erzeugungsanlagen habe und Verbraucher, die ich beliefern möchte, muss ich allein aus der energiewirtschaftlichen Seite und den Verpflichtungen, die ich als Energieversorger habe, auch ausweisen auf der Rechnung, wo kommt der Strom her, den ich geliefert habe. Das heißt, ich muss jede Menge rechnen. Das ist deswegen, hat das bei uns im Algorithmus auch sozusagen geendet, weil man kann es ausrechnen, aber wenn man es, man kann es eben auch pauschalisiert machen. Und das ist eigentlich immer die Antwort im Summenzählermodell, der einfach zu einem erhöhten Aufwand auch führt, wenn man jetzt einen Wechselprozess hat, also jemand zieht aus oder sowas, dann muss man quasi einmal wieder alle Zähler ablesen und dann wieder saldieren und wieder auf der Rechnung dann entsprechend ausweisen. Und das war für uns von Anfang an eigentlich kein Weg, den wir gehen wollten, weil das in unseren Augen einfach zu komplex ist. Wenn man sich mal vorstellt, dass man dann 10, 15 Anlagen davon hat und der Personalaufwand, den man damit treibt, der war in unseren Augen, stand er nicht in der Relation zu dem, was eingenommen werden konnte. Wir haben dann unser smartes Summenzählermodell entwickelt. Im Endeffekt ist es ein Algorithmus, der die Smart-Meter-Daten entsprechend verarbeitet. Also im Endeffekt ist es nichts anderes und dieser gibt dann die Daten, so wie wir sie brauchen, dann auch in die Abrechnung. Dadurch, dass das auch alles elektronisch läuft, hat man mehr oder minder stichtagsgenaue Verbräuche auch bei Wechselprozessen berücksichtigt. Wir wissen 15 Minuten scharf, was in der Anlage passiert und eben die ENWG-konforme Abrechnung ist in unseren Augen auch gewährleistet. Der Nachteil dabei ergibt sich eben durch die Smart-Meter-Technik, eben einfach durch höhere Kosten der Infrastruktur, der Verkabelung. Und eben der Algorithmus selber hat natürlich eine gewisse Komplexität, weil es kann sein, wie viele Leute machen überhaupt nicht mit, wie viele Erzeugungsanlagen habe ich überhaupt. Also das ganze Thema ist recht komplex. Das Messkonzept selber ist eigentlich das aus dem Summenzählermodell auch. Sie haben hier den Zwei-Richtungszähler, den man eigentlich überall braucht, um eben zu saldieren, was ins öffentliche Netz geht und was nicht. Und Sie haben hier die Erzeugungsanlagen, KWK und PV und hier eben jede Menge Mieter, die entweder am Mieterstrommodell teilnehmen wollen oder eben nicht. Es gibt zahlreiche Akteure, die hier auch mit eingebunden sind, also der Netzbetreiber, der Lieferant für die Externen, ich selber als Lieferant, der Betreiber der Kundenanlage, also es ist einfach ein recht komplexes Themenfeld. Und wir haben uns eben eines externen Dienstleisters, haben wir uns dazu geholt, der sozusagen für uns, das erzähle ich gleich noch, gewisse Aufgabenteile dieses ganzen Mieterstrommodells eben umsetzt. Wichtig ist, dass eben alle Zähler hier wirklich intelligente Zähler sind, sprich Smart Meter. Wir haben dann für uns saldiert, was wollen wir eigentlich noch selber machen und was eben nicht, weil wir haben natürlich als Stadtwerk schon gewisse Kompetenzen im Haus. Wir haben dann gesagt, okay, Entschuldigung, das war jetzt eins zu weit. Das Energieliefer-Contracting logischerweise bleibt in unserer Hand. Der Messstellenbetrieb, den wollen wir auch selber machen, bis hin Vertrieb, Abrechnung, Kundenservice und Mahnwesen. Das ist das, was die bisherigen Abrechnungssysteme bei uns eben auch schon konnten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das wollen wir weiterhin bei uns im Haus behalten. Und was wir eben ausgelagert haben, ist, wie gesagt, dieser Algorithmus zur Berechnung. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Daten aus der Kundenanlage erstmal zu einem externen Dienstleister gehen. Der rechnet diese ganzen Werte aus, also welcher Mieter hat welchen Anteil KWK und PV und spielt diese Daten zurück in unser Abrechnungssystem. So, und damit haben wir dann eben unsere ENWG-konforme Abrechnung. Das beinhaltet dann für den Messdienstleister die automatisierte Auslesung der Zählerstände und der Verbräuche, die Verarbeitung der Zählerdaten nach unseren Vorgaben und eben die standardisierte Übermittlung per GPKE. Also für diejenigen, die nicht aus der Energiewirtschaft kommen, es gibt bei Wechselprozessen und im Allgemeinen in der Energiewirtschaft bei der Abrechnung gewisse Standardprozesse, die man bedienen muss. Und eben diese Standardprozesse, die haben wir auch genommen, um sozusagen für die Kommunikation zu sorgen. Bis hin zu einer Visualisierung der Verbrauchsdaten sind das also sozusagen die Aufgaben, die unser externer Dienstleister bringen muss. Und wir haben uns in diesem Fall für die Comet GmbH aus Saarbrücken entschieden. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen technisch, was man aber, denke ich, sehen kann. Wilken Energy ist unser normales Abrechnungssystem, was wir sowieso bei uns im Haus hatten. Und Sie sehen hier, was die Comet in blau dargestellt eben noch macht.
von der Visualisierung als Beispiel möchte ich jetzt mal rausgreifen, die quasi über deren Portal dann geschieht, also mit dem unsere Systeme dann nichts zu tun haben. Hier werden dann Bewegungs- und Stammdaten ausgetauscht, also jemand wechselt die Wohnung, zieht aus und so weiter. Das wird alles in diesen Systemen dann auch mit berücksichtigt. Genau. Wenn man sich jetzt anschaut, wir hatten es ja am Anfang gesehen, der Mieter soll ja auch finanziell davon profitieren. Was hat er eigentlich bei uns im Netzgebiet davon? Also unser Standard-Ökostromtarif, das ist der Seeenergiestrom direkt. Das ist unser Tarif, den wir eben anbieten im Mieterstrommodell. Und Sie sehen, dass der Arbeitspreis netto bei 19 Cent liegt und brutto bei 22,6. Damit verglichen eben der Reststromtarif, also wir brauchen ja immer noch Reststrom. Und hier sieht man auch den preislichen Anreiz von ca. 2 Cent pro Kilowattstunde. Das Ganze bei den ganzen Projekten wurde immer begleitet von Marketing logischerweise, wo man versucht hat, die Kunden eben auch überhaupt erstmal über das Thema zu informieren, weil wir in unserer Energiewelt neigen dazu, immer davon auszugehen, dass alle das interessiert. In der Realität ist das leider nicht so. Und natürlich muss man auch die Leute, die grundsätzlich Interesse haben, überhaupt erstmal versuchen zu erreichen. Einfach mal ein Beispiel, wie wir unseren Flyer dann gestaltet haben mit der Preiszusammensetzung und wie man dafür profitiert in den verschiedenen Stufen der Abnahme. Das Mieterstrommodell dann haben wir auch nochmal versucht, einfach ein bisschen näher zu bringen den Menschen, indem wir einfach ein einfaches Haus mit der PV-Anlage und dem BAKW und mit den Mietern einfach dargestellt haben. So, und jetzt sind wir quasi da, dass der Dienstleister uns die Daten zurückgespielt hat in unser System. Und dann sehen Sie hier sozusagen, der Netzbetreiber hat abgelesen, hat einen Stromverbrauch von insgesamt 1000 Kilowattstunden festgestellt. Und dann sieht man, der Direktstrom, also der Strom, der dezentral erzeugt worden ist, das waren eben 400 von diesen 1000 und 600 waren dann sozusagen noch der Reststrombezug. Das Ganze geht dann weiter, dass man ja auch die ganzen einzelnen Preisbestandteile dann ausweisen muss. Entsprechend aufgearbeitet hier mit dem Seeenergiestrom direkt, mit der EEG-Umlage, die man abführen muss. Und das kennen Sie ja von Ihrer eigenen Abrechnung daheim, die ganzen weiteren Preisbestandteile bei Strombezug aus dem öffentlichen Netz. Genau, das ist noch der Vollständigkeit halber die zweite Seite so einer beispielhaften Abrechnung. Zur Praxiserfahrung. Wir haben das natürlich dann auch sehr breit versucht zu kommunizieren, zum einen, um in Konstanz auf dieses Modell eben auch aufmerksam zu machen. Und man sieht, dass es auch in der Presse einen sehr großen Anklang gefunden hat, sei es regional, sei es überregionale Presse. Als Beispiele können Sie, wenn Sie Interesse haben, im Internet googeln, findet man alles. Was noch ganz interessant ist, was eigentlich unsere Mieter dazu sagen und dazu repräsentativ die Frau Kurfis, die eben auch gesagt hat, wenn man sozusagen, die Preiserschwartung bei dem Angebot ist schön, aber das war für sie eigentlich nicht entscheidend, weil sie selber wollte den Ausbau dezentraler Erzeugungsanlagen noch weiter voranbringen und sie gibt dann auch schon einen Ausblick in die Zukunft, von wegen, wenn sie die Waschmaschine ja dann laufen lässt, wenn da auch die Sonne scheint, das kann ja jeder sehr einfach nachvollziehen, profitiert sie natürlich auch direkt davon. Das heißt, wenn sie so abgerechnet wird, wie es tatsächlich auch ist, dann ist es keine pauschale Vergütung für alle in der Kundenanlage, sondern sie profitiert wirklich selber davon. Und das wird sie auf der Stromrechnung dann auch merken. Vom VKU sind wir dann auch ausgezeichnet worden mit dem Innovationspreis 2017. Das ist natürlich für ein kleines Stadtwerk wie uns selber eine sehr, sehr tolle Sache. Und zwar der Sonderpreis im Bereich regionale Energiewende. Die Projekte, die wir im letzten Jahr und im Anfang dieses Jahres durchgeführt haben, das sind jetzt nicht vollständig, da sind mittlerweile natürlich ein paar dazugekommen, haben uns aber ermöglicht, im Neubaubereich, also alle vier Anlagen sind im Neubau, 231 kW Peak PV zu installieren und KWK-Anlagen mit 80 kW elektrisch, wobei wir in einem Projekt hier im Grund eben auch eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit eingesetzt haben, einfach um es mal zu testen.
Genau. Insgesamt versorgen wir also 100, potenziell 171 Mieter mit Mieterstrom, wobei man sagen muss, machen nicht immer alle mit, aber wir haben eigentlich immer mindestens 70% der Mieter auch erreicht, also 70% haben den Tarif bei uns abgeschlossen. Im Jahr, also wir sind dann auch BHKW des Monats geworden, eben weil wir vor allem Wohn- und Geschäftseinheiten in einem Projekt mit aufgenommen haben. Im sozialen Wohnungsbau sind alle vier Projekte realisiert worden und im konkreten Fall im Drexlerweg hatten wir eben 80% der Leute, die mitmachen wollten. Wobei man auch sagen muss, einige konnten von vornherein nicht mitmachen, weil zum Beispiel eine Polizei da ist oder gerade auch im sozialen Wohnungsbau eben auch die Menschen einen Vertreter haben, der für sie beispielsweise Dinge abschließt. Und dann sind wir von der Zeitschrift Energie und Management für dieses BHKW auch BHKW des Jahres geworden. Ein Beispiel für den Aufbau selber, also es ist eine Zählerverteilung, wie Sie das in jedem Haus eigentlich finden. Was wir halt zusätzlich installiert haben, ist ein Glasfaseranschluss, den wir nutzen und eben wir haben Gaszähler beispielsweise auch ausgelesen, also es sind natürlich dann auch größere Smart Meter Projekte für uns, wo wir eben auch austesten wollen, was Smart Meter eigentlich generell für einen Vorteil oder für eine zusätzliche Dienstleistung uns bieten würden. Wenn ich es kurz zusammenfassen darf, also als Stadtwerk für uns eben auch vor allem eine Kundenbindungsmaßnahme, die unseren Status in der Stadt auch rechtfertigen soll. Höhere Margen für den erzeugten Strom bedingt, wenn man halt sehen muss, dass die Anlagen ja auch gesamtwirtschaftlich gesehen profitabel sein sollen und wir natürlich auch konkurrieren zu anderen Anbietern. Das heißt, wir haben da mitunter einen höheren Wettbewerbsvorteil. Die Wohnungswirtschaft selber ist für uns als Kooperationspartner immens wichtig, weil mit denen zusammen wir diese Projekte im standardisierten Prozess mehr oder minder auch durchführen können. Wir können halt insgesamt dezentrale Erzeugungskapazitäten ausbauen und ein zusätzlicher Imagegewinn, indem man halt sozusagen diese zweite Miete, von der immer geredet wird, ein Stück weit abmildern kann. Genau, und zukünftig eben noch verschiedene Bündelangebote, wenn man halt daran denkt, dass die mit dem Smart Meter Roller das ganze Thema ja sowieso auf den Tisch kommt. Ein Ding möchte ich dann noch dazu sagen, also wir haben in den Projekten auch gesehen, dass eben die KWK und die PV-Anlagen eben auch sehr gut nebeneinander funktionieren, weil die, wenn Sie jetzt an den Sommer zum Beispiel denken, wir haben natürlich auch große Pufferspeicher installiert, die Leute duschen morgens von, was weiß ich, 6 bis 8 Uhr, dann werden die Puffer langsam leer gezogen, die BHKWs springen ein, füllen die Puffer wieder auf und gehen regelmäßig um 9 Uhr dann komplett aus. Und um 9 Uhr geht es dann langsam los mit der Sonne, die aufsteigt und gegen Abend kommt dann der ein oder andere wieder nach Hause und duscht wieder und dann springen die BHKWs wieder an. Also das ist tatsächlich in allen Projekten, stellt sich das als sehr gute Synergie einfach dar. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich für Fragen zur Verfügung.